Diese Maus ist gestresst. Sie hat Angst vor Wasser und richtig schwimmen kann sie auch nicht. Ihre Atemfrequenz nimmt zu, ihr Blutdruck steigt, ihre Abwehrkräfte sinken. Irgendwann würde sie den aussichtslosen Kampf aufgeben und ertrinken. Diese Maus kennt keine Angst. Sie wurde genmanipuliert. Ihr ist nicht bewusst, dass sie sich im Wasser in Gefahr befindet. Im richtigen Leben würde sie wahrscheinlich von der nächsten Katze gefressen. Dieser Versuch ist für Depressionsforscher ein Schlüsselexperiment. Denn Angst ist eng mit Depressionen verknüpft. Jetzt glauben Forscher, ein Mittel gefunden zu haben, das Menschen von Depressionen befreit, aber das, anders als bei der Maus, die lebenswichtige Seite der Angst bewahrt. Depression kann zu einer mörderischen Krankheit werden. Jedes Jahr sehen 15% der Depressiven und Manisch-Depressiven keinen anderen Ausweg mehr, als sich selbst das Leben zu nehmen. Ich glaube nicht, dass meine Depression heilbar ist. Ich habe seit Jahren Depressionen und habe verschiedene Therapien ausprobiert, wie Verhaltenstherapie, Ergotherapie, Gruppentherapie, aber es hat alles nichts gebracht. Depression ist eine Volkskrankheit. Jeder fünfte Mensch erleidet einmal in seinem Leben eine schwere und länger anhaltende Depression. Im Gesundheitswesen verursacht das Seelenleiden jährliche Kosten in Milliardenhöhe. Therapien alleine können die Krankheit oftmals nicht heilen. Und auch die medikamentöse Behandlung ist bisher unzureichend. Marktübliche Antidepressiva wirken nicht bei jedem und haben zahlreiche Nebenwirkungen. Weltweit sind deshalb Forschungsteams auf der Suche. Wer als Erste die richtige Rezeptur findet, hat Gold in den Händen. Am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie läuft einer der erfolgversprechendsten Versuche. Hier wird ein Mittel getestet, das schnell und ohne Nebenwirkungen helfen soll. Für Institutsleiter Florian Holzboer ist die Depression vor allem eine Frage der Biochemie. Was der Mensch fühlt und empfindet, Glück, Trauer, Wut, Angst, das lässt sich im Grunde alles auf biochemische Vorgänge im Gehirn reduzieren. Da sind natürlich Tausende von Molekülen beteiligt und wir beginnen erst ganz allmählich zu verstehen, wie das funktioniert. Der Arzt und Grundlagenforscher beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Depressionen und versucht zu ergründen, welche natürlichen Mechanismen im Körper bei dieser Krankheit versagen. Biologisch macht Depression keinen Sinn. Trauer und Angst, das ist eine andere Sache. Ohne Trauer könnten wir keine sozialen Bindungen eingehen. Ohne Angst würden wir gar nicht überleben. Aber beide haben einen aktuellen Zeitpunkt und hören dann auch wieder auf. Normalerweise sind Gefühle von Glück und Unglück nicht von Dauer. Die Endorphine im Gehirn, die uns ein Hochgefühl geben, haben eine Halbwertzeit von nur 5 Minuten. Wir können uns nicht lange freuen, nicht lange trauern, nicht lange Angst haben. Der Körper tut alles, um wieder in den Zustand der Normalität zurückzukehren. Bei Depressiven ist das anders. Depression hat nichts zu tun mit einer gelegentlichen Missstimmung. Depressive sind über lange Zeit freudlos und angsterfüllt. Hinzu kommen Konzentrationsstörungen und Erschöpfung. Sie können nicht schlafen oder schlafen zu viel, haben keinen Appetit, sind antriebslos, aber unruhig und ihr Selbstwertgefühl sinkt. Das emotionale Gleichgewicht ist nachhaltig gestört. Im Gehirn muss man sich das so vorstellen, dass das wie ein großes Orchester funktioniert. Mal die eine Gruppe, mal die andere. Es gibt auch Solisten wie die Angst, die bei Depressionen ein Kardinalsymptom ist. Manchmal ist aber auch die Angst eine eigenständige Erkrankung. Den Ausgangspunkt nimmt das Ganze im limbischen System.
Tief unterhalb der Hirnrinde befinden sich im limbischen System jene Hirnregionen, die mit Gefühlen und Stimmungen zu tun haben und die Appetit, Schlaf und Libido beeinflussen. Dass bei Depressiven in diesen Regionen die neuralen Schaltkreise gestört sind, weiß man schon lange. Hier setzen die gängigen Antidepressiva an. Es gibt da gute Mittel. Die Antidepressiva-Therapie heute ist sehr erfolgreich, aber sie wirken so langsam. Oft merkt der Patient erst Nebenwirkungen, einen trockenen Mund, er ist müde, hat Verdauungsstörungen. Das ermutigt nicht, das macht ihn skeptisch. Und nicht jedes Medikament wirkt bei jedem Patienten. Florian Holzbohr und sein Team suchten nach einem anderen Ansatzpunkt. Und zwar unterhalb des limbischen Systems im Hypothalamus, eine Art Relaisstation zwischen zentralem Nervensystem und peripherer Hormonregulation. Hier im Hypothalamus beginnt die sogenannte Stressachse. Eine Kette von Ausschüttungen verschiedener Hormone, die zur Hypophyse und weiter zur Nebennierenrinde führt, wo Cortisol ausgeschüttet wird. Ein Stresshormon, das den Körper in Alarmbereitschaft versetzt. Bei drohender Gefahr hebt der Organismus mit Hilfe des Cortisols Blutdruck, Atmung und Blutfluss an. Bestimmte Muskelgruppen werden besser durchblutet. Das Interesse an Essen und Fortpflanzung wird gedrosselt. Ist die Gefahr gebannt, geht der Organismus mehr oder weniger schnell in den ursprünglichen Zustand zurück. Nicht aber bei depressiven Menschen. Wir konnten nachweisen, dass zwischen der Entgleisung des Stresshormonsystems und der Depression ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Angefangen hat für Florian Holzbohr alles vor über 20 Jahren. Er war damals Assistenzarzt an einer Münchner Klinik. Bei der Durchsicht von Akten fiel ihm auf, dass bei einem depressiven Patienten bestimmte Hormonwerte viel zu hoch waren. Doch der Mann hatte keine depressiven Schübe mehr gehabt und war 3 Wochen zuvor als geheilt entlassen worden. Ich rief zu Hause seine Frau an und sie sagte mir, ihr Mann hätte vor einer Woche Selbstmord begangen. Es schien also eine zeitliche Verzögerung zwischen der Stresshormonentgleisung und der depressiven Erkrankung zu bestehen. Das Schicksal dieses Patienten und der offensichtliche Zusammenhang zwischen extremen Hormonwerten und späterem Selbstmord waren die Initialzündung für Holzbohrs Arbeit. Beginn einer aufwendigen Spurensuche nach einem Schlüsselhormon, das Menschen das Leben zur Hölle machen kann. Heute glaubt er, am Ziel angekommen zu sein. Derzeit wird am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie ein völlig neuartiges Antidepressivum zum ersten Mal an Patienten getestet. Uns hat immer gewundert, warum die klassischen Antidepressiva 3 bis 6 Wochen brauchen, bis sie ihre Wirkung entfalten und der Patient auch wirklich etwas davon merkt. Offenbar stoßen sie eine Kaskade an, an deren Ende die Normalisierung der Stresshormone steht. Da haben wir uns gesagt, warum denn weiter diesen Umweg gehen und nicht gleich in das Stresshormonsystem eingreifen? Die Zusammenhänge zwischen Stress und Hormonausschüttung wurden zunächst an Labortieren untersucht. Für die Stresstests nahm man Ratten, da diese dem Menschen hirnanatomisch und neurochemisch ähnlich sind. Hier wird ein Jungtier in den Käfig einer alten Ratte gesetzt. Es wird nicht lange dauern, bis der Eindringling angegriffen wird. Ein Ultraschallvokalisator macht die vergeblichen Unterwerfungsversuche der Jungratte deutlich. Sie wird nur emotional gestresst, denn die alte Ratte kann sie wegen des Gitters nicht wirklich verletzen. Anschließend wird der jungen Ratte Blut abgenommen, um ihre Hormonwerte zu messen. Wenn wir den Versuch immer wieder machen, wird sie chronisch gestresst sein und die Stresshormone werden hoch sein. Ebenso finden wir bei Patienten mit Depressionen erhöhte Stresshormonwerte, aber ohne dass sie gestresst sind. Es gibt keinen äußeren Anlass. Und wir hatten damit bei Menschen und bei Tieren die gleiche Situation in den Stresshormonen. Die Stressachse ist chronisch aktiviert und gehorcht nicht mehr den Mechanismen, die sie normalerweise wieder herunterregulieren. Was aber löst die Ausschüttung der Stresshormone aus? Die Forscher vermuten, dass ein Eiweißmolekül an der Hirnanhangdrüse, der übergeordneten Hormondrüse des Körpers, die Stressachse aktiviert. Es musste etwas sein, das einerseits überlebensnotwendig ist, andererseits in seiner Wirkung auch äußerst beängstigend und bedrohlich sein kann. Nördlich
Ulrich von San Diego lebt und forscht der Mann, dem die Anerkennung gebührt, den geheimnisvollen Stoff als erster, noch vor den Münchnern aufgespürt und identifiziert zu haben. Der Kern des Problems ist, dass der Stress sich für die Menschen verändert hat. Früher, im primitiven Leben, brauchte er starke körperliche Reaktionen, um auf mögliche Gefahren reagieren zu können. Er musste weglaufen oder angreifen können. Heute sind die meisten Stressoren ökonomischer oder emotionaler Natur, aber sie lösen das gleiche Stressprogramm aus. Diese Gleitschirmspringer wollen den Kick. Sie suchen ein scheinbares Risiko. Depressive Patienten würden das allerdings nie tun. Ihr Stresshormonspiegel ist nämlich ständig oben, auch ohne bedrohliche Situation. Der Texaner Wiley Vail arbeitet am renommierten Salk-Institut in Kalifornien. Der Neuroendokrinologe erforscht Hormone und ihre spezifischen Wirkungsmechanismen im Gehirn. Denken wir uns den Menschen als Haus. Manche Wissenschaftler wollen den Überblick, das ganze Haus verstehen. Andere, wie ich, reduzieren es auf seine kleinsten Komponenten und untersuchen die Schrauben und Steine. Und ein Stein ist nichts im Vergleich zur Komplexität der Zelle. Compared to the complexity of a single cell. Bei einem Puzzle oder Rätsel weiß man, dass es eine Lösung gibt. Bei einer wissenschaftlichen Frage nicht. Man kann Jahre seines Lebens vergeblich investieren. Es war zwar schon lange klar, dass eine Fehlregulation der Hormone durch den Hypothalamus eine entscheidende Rolle beim Ausbruch von Depressionen spielte. Aber was genau lief da aus dem Ruder? Unsere Ausgangsfrage war, wie kommuniziert das Hirn mit der Hirnanhangdrüse beim Stress? Welche Substanz im Hirn wirkt auf den Hypothalamus, um die Stresshormonkaskade auszulösen? Wir wussten, was diese Substanz machte, aber wir hatten keine Ahnung von ihrer Struktur. Am Ende entpuppte sie sich als etwas viel Kleineres, als wir ursprünglich dachten. Um die auslösende Substanz, das Hormon an der Spitze der Kaskade zu finden, untersuchte man Schafhirne, die das Institut vom Schlachthof bekam. Über 500.000 Schafhirne wurden fraktioniert und mit den Methoden der analytischen Chemie zerlegt. Mit der Suche war ein Team von Biologen und Chemikern mehr als ein Jahrzehnt beschäftigt. Und ich kann Ihnen sagen, es gab eine Menge Fehltritte und Frustrationen auf dem Weg zum Ziel. Aber dann, 1981, war Vails Team soweit. Die Wissenschaftler hatten etwas gefunden, das genau auf den Steckbrief passte. Sie nannten es Corticotropin Releasing Hormone, kurz CRH. Es bestand aus 41 Aminosäuren. Mit großem Elan begannen Forscherteams in den USA und Deutschland vielversprechende Tierversuche mit CRH. Wenn wir CRH direkt in das Rattengehirn injizieren, dann passiert das Gleiche, wie wir es bei Patienten mit Depressionen sehen. Sie werden ängstlicher, unruhiger, essen weniger, haben schlechteren Schlaf und auch einen geringeren Sexualtrieb. Wir haben schnell gemerkt, dass CRH etwas mit Depression zu tun haben muss. Beim sogenannten Plasmase-Test ist die Laborkamera direkt über eine Art Laufkreuz montiert. Auf der einen Achse des Laufkreuzes können sich die Tiere im Schutz des Tunnels verstecken, auf der anderen sind sie schutzlos dem Licht ausgeliefert. Normale Tiere wagen sich nach einer Eingewöhnungsphase durchaus in den hellen, ungeschützten Teil des Kreuzes. Dagegen verhalten sich Versuchstiere, denen eine CRH-Gabe direkt ins Gehirn gegeben wurde, sehr ängstlich. Sie meiden das Licht, sind appetitlos und haben kein Interesse an Fortpflanzung. Oft werden sie apathisch. Man hatte also schon 1981 das CRH-Molekül entdeckt und durch viele tierexperimentelle Versuche nachgewiesen, dass es depressionstypische Symptome hervorruft. Aber was bedeutete das schon? Leider nicht viel. Allein, dass das CRH bei einer Ratte Angst hervorruft, bedeutet noch nicht, dass es beim Menschen auch Depressionen auslöst. Ein wirklicher Durchbruch für die Depressionsforschung war das noch nicht.
Der Beweis, dass CRH für den Ausbruch von Depressionen verantwortlich war, fehlte also immer noch. War es überhaupt ein Stoff, der im Gehirn von Menschen produziert wird? Einer so komplexen Krankheit wie der Depression konnte man mit Tiermodellen allein nicht auf den Grund gehen. An der Universität von Amsterdam sind auch Untersuchungen am menschlichen Gehirn möglich. Professor Dick Swaab unterwegs zu einer Hirnentnahme. Ein Mensch ist gestorben, einer der bisher über 2500 Spender, die seit 1985 ihre Hirne dem Royal Netherlands Institute for Brain Research zur Verfügung gestellt haben. Eile ist geboten. Das Hirn muss spätestens 5 Stunden nach dem Tod entnommen sein und tiefgefroren werden, da nur frisches Gewebe von Interesse ist. Die Menschen sterben nicht unbedingt im Universitätskrankenhaus. Sie sterben zu Hause, im Pflegeheim, auf der Straße. Da bleibt nur wenig Zeit für uns. Die Spender tragen Ausweise bei sich, in denen für den Fall ihres Todes alle notwendigen Telefonnummern eingetragen sind. Ein Explantationsteam ist 24 Stunden in Alarmbereitschaft. Nach über 2000 Einsätzen ist man gut aufeinander eingespielt. Das Einzigartige an unserer Hirnbank ist, dass wir die Patienten Jahre vorher kennen. Wir kennen ihre Krankengeschichte, wissen, ob sie depressiv waren oder nicht. Und sie haben lange vorher die Erlaubnis zur Autopsie gegeben. Das bedeutet, dass wir die Autopsie wenige Stunden nach ihrem Tod vornehmen können. Und natürlich wissen wir, wonach wir suchen müssen. Das Problem ist, dass die Neuronen, die das CRH produzieren, so tief im Hirn sitzen, dass man sie nicht mit den normalen Scanning-Techniken sehen kann. Zusätzlich sitzen sie im Hypothalamus in sehr kleinen Zellgruppen, die man mit bildgebenden Verfahren nicht darstellen kann. Wir müssen also diesen Teil des Hirns, den Hypothalamus, herausschneiden, tausende von Schnitten anfertigen, die Zellen einfärben und sie unter dem Mikroskop ausmessen. Die über 1600 Schnitte, in die der nur 4 Kubikzentimeter große Hypothalamus zerlegt wird, sind dünner als ein Haar. Das Mikroskop ist mit einem Großrechner verbunden, auf dem die Schnitte analysiert werden. Erst die hochauflösende Software zeigt die CRH-produzierenden Nervenzellen, die hier als schwarze Flecken erscheinen. Wir fanden tatsächlich, was wir gehofft hatten. Die CRH-Zellen in depressiven Patienten produzieren viel mehr CRH als in nicht-depressiven. Außerdem gibt es viel mehr CRH-produzierende Zellen in dem Teil des Hypothalamus. Die Zellen sind so aktiv, dass wir glauben, dass die Krankheit hier beginnt. Die Frage, ob eine CRH-Erhöhung tatsächlich den Beginn einer Depression markiert oder ob sie durch ein Seelentief herbeigeführt wird, ist für Florian Holzbuer noch nicht geklärt. Dick Swaabs Ergebnisse sind wunderbar, aber sie sagen uns nicht, was zuerst da war. Die Depression oder das erhöhte CRH, das dann die Depression verursacht hat, also das alte Henne-oder-Ei-Problem. Viele Wissenschaftler haben sich daran gemacht, herauszufinden, wo die Krankheit herkommt. Da waren wir nicht die Einzigen. Einer von ihnen forscht seit langem in Atlanta, Georgia. Nach seiner These kann ein frühkindliches Trauma das Risiko für spätere Depressionen erheblich erhöhen. Depression ist schwer zu erfassen. Jeder Patient hat sie in einer anderen Form. Wir gleichen blinden Forschern, die eine Kreatur abtasten und daraus deren Gestalt ablesen wollen. Charles Nemeroff von der Emory University in Atlanta gehört ebenfalls zur Weltelite der Depressionsforschung. Er ist Spezialist in biologischer Psychiatrie. Sein Schwerpunkt sind psychosoziale Ursachen der Krankheit. Charles Nemeroff ist ein vielfach ausgezeichneter Psychiater und eigentlich ein Workaholic mit einem 16-Stunden-Tag. Aber Zeit zum Angeln bleibt immer. Selbst Angeln kann stressreich sein. Ich fange vielleicht gleich den größten Fisch meines Lebens. Und sicherlich ist mein Cortisolspiegel erhöht.
Er wird sich aber auch wieder normalisieren. Aber bei depressiven Patienten sind CRH und Cortisol für lange Zeit erhöht. Der Grund dafür ist unklar. Danach forschen wir. Bei ihnen genügt ein scheinbar kleiner Anlass, zum Beispiel vom Chef angebrüllt zu werden oder einen Strafzettel zu bekommen, und sie überproduzieren CRH und Cortisol. Und solche stressreichen Ereignisse münden oft in eine Depression. And those stressful incidents oftentimes precipitate depression. Ein unangenehmes Ereignis kann also schon eine Depression auslösen. Kann, aber muss nicht. Die Frage bleibt, warum das Stresssystem nur bei manchen so extrem reagiert. Es gibt Menschen, die selbst unter den entsetzlichsten Umständen nicht depressiv werden. Zum Beispiel im Holocaust gab es zahlreiche Menschen, die Angst hatten, verwirrt oder wütend reagierten, aber sie wurden nicht depressiv. Bei anderen genügt ein vergleichsweise unbedeutender Anlass, um klinisch depressiv zu werden. In der Vorgeschichte solcher depressiven Patienten stoßen wir oft auf eine traumatische Kindheit. Ihnen sind Dinge passiert, die normalen Kindern nicht passieren. Beispielsweise sexueller Missbrauch oder Misshandlung. Sie stammen aus zerrütteten Familien, haben schreckliche Scheidungsdramen erlebt. In solchen Tests, in denen Versuchspersonen einer künstlichen Stresssituation ausgesetzt werden, zeigte sich immer wieder ein Zusammenhang zwischen stark erhöhten Stresshormonen, frühkindlichem Trauma und Depression. Um diesen Zusammenhang zu überprüfen, hat sich Nemiroff ein Experiment ausgedacht. Wir trennen Rattenbabys im Alter zwischen 2 und 14 Tagen für 3 Stunden von der Mutter und legen sie in einen Inkubator, wo es warm ist und sie zusammen sein können. Nur für 3 Stunden am Tag. Aber schon diese kurze Trennung von der Mutter, ein Modell für Vernachlässigung, führt zu langfristigen Veränderungen im Hirn. Als erwachsene Tiere sind sie stressempfindlich für den Rest ihres Lebens. Sehen Sie, was für eine Angst er vor der neuen Umgebung hat. Er hat viele Symptome, die wir von Depressiven und Angstpatienten kennen. Und er hat mehr CRH im Gehirn als normal. Allein 1995 wurden in Amerika 3 Millionen Fälle von Kindesmissbrauch oder Vernachlässigung gemeldet. Zumindest 1 Million davon konnten offiziell bestätigt werden. Falls die Auswirkungen bei Kindern ähnlich sind wie bei den Ratten im Laborversuch, rechnet Nemiroff mit Veränderungen nicht nur in der Seele, sondern ganz konkret auch im Gehirn, mit neurochemischen Narben sozusagen. Florian Holzboas originäre Leistung im Kampf gegen die Depression bestand zum einen in der Zusammenführung der verschiedenen Forschungsergebnisse. Zum anderen gelang es ihm, die Henne- oder Ei-Frage, die Frage, ob die Depression zur vermehrten CRH-Produktion führt oder die vermehrte CRH-Produktion zur Depression, elegant zu umgehen. Wir wissen nicht, welche Biochemie daran schuld ist, dass das CRH-System erhöht ist. Das ist auch nicht unser Punkt gewesen. Wir wollten das Stresshormonsystem normalisieren. Das war der gordische Knoten. Wir können die Produktion von CRH nicht unterdrücken. Aber was wäre, wenn es uns gelänge, das CRH im Gehirn an seiner Wirkung zu hindern? Die Max-Planck-Forscher begannen die CRH-Blockade mit der Zucht einer Maus ohne Angstgen, einer sogenannten transgenen Knockout-Maus. Dieses genetische Kunststück gelang ihnen im Neuherberger Institut für Säugetiergenetik. Zuerst werden aus der Gebärmutter einer schwangeren Maus befruchtete Eizellen herausgespült. Mit einer Mikroglasnadel wird anschließend fremde, manipulierte DNS in den Vorkern der Eizelle injiziert. Danach reimplantiert man die genetisch veränderten Eizellen in den Eileiter einer Mäuseamme. Bei etwa 30% der Tiere gelingt das Experiment. Sie wachsen heran zu Mäusen, die keine Angst und keinen Stress kennen. Ihre Rezeptoren für CRH wurden genetisch blockiert. Beim Menschen soll die CRH-Aufnahme durch ein Medikament blockiert werden. Zusammen mit einem Pharmakonzern entwickelte das Team um Florian Holzboer eine völlig neue Substanz, die vor allem schneller als alle gängigen Antidepressiva wirken soll.
Seit Ende 1998 wird das Medikament am Menschen getestet. Frühestens 2002 könnte es auf dem Markt sein. Das Mittel verhindert nicht die Produktion von CAH, aber es blockiert dessen Aufnahme an den Rezeptoren und unterbricht damit die Stresshormonachse. Je nach eingenommener Menge sollen sich so extreme Stress- und Angstempfindungen bis auf null reduzieren lassen. Angeblich ohne die bei Antidepressiva üblichen Risiken und Nebenwirkungen. Ein Riesengeschäft steht da an, vergleichbar mit der Potenzpille Viagra. Schätzungen der Pharmaindustrie zufolge wird sich der Umsatz für Antidepressiva in Europa in den 10 Jahren zwischen 1994 und 2004 auf über 3,5 Milliarden Mark verdoppelt haben. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass Gesunde das Medikament missbrauchen, um besser mit ihren Ängsten umgehen zu können? Haben Gefahren vielleicht bald nichts Abschreckendes mehr? Ist der Angstpegel dann nur eine Frage der Dosierung? Professor Holzbauer glaubt, das Problem im Griff zu haben. Die Substanz reguliert nur krankhafte Zustände. Gesunde werden dadurch nicht mutiger. Das ist wie bei einem fiebersenkenden Mittel. Wenn man kein Fieber hat, kühlt man davon auch nicht ab. Vielleicht kann man solche Substanzen einmal einsetzen als Vorbeugung, wenn ein Risiko für Depression besteht. Jetzt kommt es aber darauf an, dass wir ein gutes Mittel entwickeln, um schwere Depressionen rasch erfolgreich zu behandeln. Das Team von Florian Holzbauer hat im weltweiten Forschungswettlauf um das Viagra für die Seele die Nase vorn. Wer auch immer gewinnen wird, ein Sieger steht jetzt schon fest. Der depressionskranke Patient.